Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Oh, dafür haben wir nicht aus der Auswahl raus, wenn ich da gerade verlangt fahre. Ich bin gerade irgendwo nirgendwo unterwegs. Habe gerade ein paar Pics gemacht, weil die Sonne so geil scheint hier. Ich nutze das Video mal, um euch etwas zu erzählen. Folgendes. Also, ich weiß nicht, ob unter euch welche gibt, die Seite kennen. Die Seite nennt sich Patreon. Für die, die die Seite nicht kennen, erkläre ich das Ganze mal so gut wie möglich in diesem Video. Also auf der Seite, da... Wow. Also die Seite ist für alle möglichen Art von entweder YouTuber, Musiker, Künstler oder Fotografen, wie auch immer. Also die ist für alle möglichen Leute so gedacht, sag ich mal. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe mein Halsschutzdings nicht und der Wind, der geht ordentlich ab irgendwie. Also die Seite ist jedenfalls dafür da, um die Künstler, sag ich mal, damit die Unterstützung bekommen. Das haben mich nämlich, also ich kann es verstehen, dass ich dafür von manchen Leuten vielleicht gehatet werde oder so, aber es sind ein paar Leute unter euch dabei, die mich auch schon gefragt haben, so, yo, wie kann man dich eigentlich am besten unterstützen? Ich möchte dann vorab aber noch sagen, ich verlange von niemandem, ganz besonders nicht von Leuten, die noch kein eigenes Geld verdienen oder so, ich verlange von niemandem, meine Videos bleiben weiterhin alle kostenfrei, also da wird sich nichts dran ändern. Das wird alles so bleiben, wie es ist. Nur ich dachte, um eventuell zukünftige Projekte finanzieren zu können, dass ich mir Patreon mal so zulege. Auf der Seite könnt ihr als Abonnenten, Zuschauer, wie auch immer, könnt ihr, sag ich mal, so ein Unterstützer werden. Ich nenne es mal Unterstützer. Unterstützer, Unterstützerin, wie auch immer. Da könnt ihr dann frei entscheiden, wie gesagt, ihr könnt frei entscheiden, irgendeinen Betrag, sag ich mal, den ihr monatlich als Unterstützer mir quasi zur Verfügung stellt, damit ich mir zum Beispiel von dem zusätzlichen Geld, was ich dadurch erhalte, sowas hole wie noch eine dritte GoPro oder irgendwann vielleicht auch neues Motorrad. Da spare ich selbst auch schon fleißig drauf. Aber das dauert halt alles ewig, sag ich mal, für mich. In der Ausbildung verdient man halt nicht so viel Kohle, dass man da sich einfach mal so ein neueres Bike holen kann oder so. Also wie gesagt, ihr könnt da frei auswählen, wie viel der Betrag ist. Also sag ich mal, selbst wenn es... Oh, geil. Nadines Motorrad. ich schweife schon wieder ab. Also ihr könnt da frei auswählen, was für einen Betrag. Auch wenn, sag ich mal, wenn ihr auswählt, 1 Euro im Monat. Ich meine, das ist... Also ich würde sagen, 1 Euro im Monat tut niemanden jetzt direkt weh. Aber 1 Euro im Monat von, ich sag mal, vielen Leuten kann natürlich richtig viel ausmachen. Wenn ich zum Beispiel als Beispiel, wenn ich als Beispiel mal so sagen würde, 100 Leute machen das, dass sie 1 Euro im Monat, also mich mit 1 Euro im Monat unterstützen, dann habe ich, sag ich mal, 100 Euro im Monat, die ich an die Seite legen kann und halt auf irgendwas sparen kann. Sagen wir ein neues Bike. Ich habe ja erzählt, dass ich mir die Yamaha R1 RN22 gern holen würde. Irgendwann, wenn ich die Kohle dazu habe. Aber die Maschine, so wie ich sie haben möchte, mit möglichst wenig Kilometern drauf und so, kostet halt einfach mindestens 7.000 Euro, wenn nicht 8.000 Euro in einem wirklich guten Zustand. 8.000 Euro kann ich ewig drauf sparen, wenn ich das vom Ausbildungsgehalt spare. Also da kann ich noch ein paar Jahre sparen. Aber wenn wie gesagt, sagen wir mal 100 Leute, die 1 Euro im Monat
dazu packen. Dann habe ich 100 Euro im Monat, die ich an der Seite legen kann. Das sind 1200 Euro im Jahr. Wenn ich dann zusätzlich noch von meinem eigenen Geld, sagen wir mal von meinen 500 Euro, die ich Ausbildungsgehalt bekomme, packe ich 200 Euro an der Seite für ein neues Bike. Dann sind es einmal 300 im Monat, die da zusammenkommen. Und dann halt 3600 im Jahr. 3600 im Jahr. Meine Maschine hat noch, sag ich mal, so einen Wert von 3000 Euro. Ey, dann habe ich in einem Jahr, habe ich das fast schon, also habe ich schon fast zusammen, das Geld, was ich brauche, dann kann ich mir die vielleicht in einem Jahr oder so holen. Das wäre, also krasser kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich da irgendwie ein neues Bike bekommen könnte. Das ist, wie gesagt, das kommt jetzt für ein paar, vielleicht für viele von euch, kommt das vielleicht jetzt so rüber, der will Kohle, bla 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 und so. Ich zwinge niemanden dazu. Ich biete das nur den Leuten an, die mich sowieso fragen, ja, wie kann man dich unterstützen? Oder auch Leute, wo ich früher gelivestreamt habe, haben ja auch viele Leute, sag ich mal, was donated, damit ich mir zum Beispiel eine Drohne kaufen kann, die ich mir dadurch zum Teil bezahlen konnte, beziehungsweise Drohne und die neue GoPro habe ich halt zum Teil damit finanzieren können. Das hätte ich mir sonst nie im Leben gekauft. Ich hätte nie im Leben Geld für eine Drohne gehabt. Außerdem könnt ihr da auch, mache ich ein paar Kleinigkeiten, die ich quasi als Dankeschön den Leuten gebe dafür, dass die mich halt unterstützen. Das Ganze könnt ihr euch nochmal, also ich habe das Ganze nochmal erklärt auf meiner Patreon-Seite. Der Link ist der erste Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sehen, was ihr bekommt, wenn ihr mich unterstützt und so. Oder ich habe da auch als Ziele angegeben, was ich für besondere Special mache, wenn ich 10 Unterstützer oder so habe, dann mache ich so ein paar Kleinigkeiten als so ein kleines Dankeschön, mache ich dann zusätzlich noch was dazu. Dann ist mehr Arbeit, klar, aber das muss halt sein, wenn man so tolle Community hat, ne? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu sagen, was irgendwie jetzt das Ganze angeht. Ich glaube, ich habe fast alles gesagt. Okay, eine Kleinigkeit habe ich noch zu ergänzen. Also, solltet ihr Unterstützer werden, hatte ich ja gesagt, monatlich Unterstützer. Das Ganze, damit ihr das versteht, also, man meldet sich auf der Seite an, dann klickt man, dass es Unterstützer sein möchte. Dann gibt man halt seinen Betrag ein, mit dem man unterstützen möchte im Monat. Das wird dann halt immer Anfang des Monats einfach automatisch abgebucht. Das Ganze kann man jederzeit kündigen. Also wenn man es kündigt, dann ist es sofort gekündigt. Dann kommen da keine Kosten oder irgendwas mehr auf einen zu. Boah, es ist so windig, ne? Also, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann ergänze ich das vielleicht noch gleich. Jedenfalls, ich will niemanden dazu verpflichten, jetzt da irgendwas zu machen. Einfach nur für Leute, die sich denken, yo, der macht coolen Content. Ich will den dabei unterstützen, dass er eventuell besseres Equipment und damit auch dann halt bessere Videos oder so machen kann. Für die Leute ist das. Für die anderen, wie gesagt, ich mache einfach meinen Content weiter. Schaut mir einfach zu, das ist schon Unterstützung genug. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, sonnigen hoffentlich Tag. Link in der Videobeschreibung dazu. Heute mal ein anderes Video. Seid mir nicht böse drum. Das nächste Video ist wieder ein ganz normaler Motovlog. Tschüsseli!